Herzlich willkommen zurück. Wir müssen aber kurz eine Kleinigkeit noch ändern, denn genau, heute gibt es mal keine Kameraeinstellung. Genau, ohne Text wäre am besten. Ach, wir lassen den Text. So, ich habe eine andere Idee. Ein Let's Play zu machen. Oh, hier haben wir schon eine neue Welt. Stand löschen, natürlich. Und zwar werden wir eine neue Welt machen. Machen erstmal friedlich. Und nennen sie Welt 2.0. So, in dieser Welt werden wir Folgendes tun. Wir werden ein Online-Spiel, das nehmen wir raus. Und ich würde sagen, wir beginnen. Es wird keine Trophäen dort geben, sondern wir werden wirklich lediglich gucken. Jetzt müssen wir hier gucken. Ich muss das nämlich mal ändern. Gestern stand Resident Evil 7 da oder Skylanders Trap Team. Genau. Uploads. Ja, deswegen wundert mich das ein bisschen. Na gut, wir werden das hinkriegen. Und so eine Kiste haben wir nicht. Wir müssen nur nebenbei gucken, wo wir auch alles finden. Denn ich habe mir ist vorhin so eine kleine Idee gekommen, weil wir machen ja momentan kein Resident Evil 7. Und was haltet ihr davon, wenn wir einfach ein Haus bauen? Sprich, wir bauen ein Haus, gucken, wie groß wir es bauen, und gucken auch mal, wie gut wir das hinkriegen. So, ich weiß noch nicht, ob es hier überhaupt irgendwelche Dörfer gibt. Ich glaube es nämlich nicht, aber ist egal. Wir gucken jetzt erstmal. Wir gucken mal rum. In der Zeit gucke ich mal bei Twitch, damit wir den Namen ändern können, weil das geht mir nämlich dezent auf den Sack. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ja, dass wir den Namen nicht direkt finden. Gehe ich irgendwo hin, baue das hin und ich denke, das passt dann auf jeden Fall auch ganz gut. So, ich hoffe, man versteht mich auch. Wie gesagt, ich muss das jetzt erstmal selber gucken. Dashboard müsste es gewesen sein. Und ja, wir werden eine Stunde werden. Oh, das ist doch voll für den Kreativmodus. Dass es hier ein Dorf gibt. Ja, ich glaube, ja, sowas war. Okay, passt auf. Wir machen jetzt Folgendes. Nein, die Übertragungsstörung. Spiel verlassen. Wir machen es anders. Spielen. Neue Welt 2.0. Löschen wir. Neue Welt erstellen. Neue Welt überleben. Machen aber jetzt erstmal. Nein, verdammt, ich habe jetzt über. Ah, verdammt. Okay. Löschen wir. Verdammt, jetzt habe ich Überleben gemacht. Ich wollte aber kein Überleben. Ich wollte doch Dings, Mensch. Naja, gut. Aller Anfang ist schwer und wir sind sowieso noch am Anfang. Streaming-Apps. Aha. So, wir müssen trotzdem mal kurz rausgehen. Ich würde sagen, wir gehen in die Nähe vom Dorf. Deswegen. So, wir machen jetzt aber kreativ. Das können wir umstellen. Und dann müsste das auch funktionieren. So, ich will aber keine Übertragung starten, denn wir haben ja schon gestartet. Oh, was ist denn hier los? Ich bin in der Nähe vom Dorf gespawnt worden. Das heißt, wir können auch mit Hilfsmitteln wie ein Bett erstmal anfangen. Ich habe das ja jetzt zum Glück runtergestellt. Das heißt, wir werden ein Bett nehmen und werden dann auch schlafen können. So, ich hätte jetzt die Idee, dass wir ganz viele Steine nehmen und uns ein Haus bauen. So, wir müssen nur gucken nebenbei. Ich will das mal kurz noch gucken. Der Ton war ja da. Titel, Let's Play, spielt Minecraft. Ich hoffe, der findet das dann auch genau so.
dass er das auch so anzeigt. So, und ich würde sagen, wie groß machen wir denn das Haus? Das ist eine gute Idee. Wir müssen jetzt mal hier gucken, wie wir überhaupt das Haus bauen. Also ihr wisst, was ich meine, ja, dass man hier wirklich, kann man das hier hinbauen? Ja, Tatsache. So, bauen wir es hier oben auf das Plateau drauf. Ich glaube, das braucht man hier gar nicht, ich weiß es nicht, aber egal. So, wir bauen hier einfach mal hin. 3, 5, 6, 7. So. 3, 4. Bauen schön groß. Also wir machen hier. Ich sehe, ich brauche gar keine Steine. Pass auf, wir machen das jetzt anders. Wir brauchen, müssen es ja nur so machen. Wir wollen es im Kreativmodus machen und dann können wir ja wirklich, ihr seht, wir bauen hier wirklich ein riesengroßes Haus. Und meine Idee wäre es halt wirklich, dass wir noch einen Keller dann dazu bauen oder sowas. Die können wir erstmal wegmachen hier, die Erde. Wir werden es auf jeden Fall so machen, dass wir das Video, wie gesagt, das wird sich dann New World nennen oder so. Ja. Das wird auch im Stream dann so benannt. Also, für eine neue Welt bauen. So. So, ja, das können wir hier bis hierhin eigentlich machen. Oh, ernst. So, wenn, ich würde sagen, wie gesagt, kreativ, dann bauen wir ein Haus, bauen im Überlebensmodus dann aber wieder eine normale Landschaft. Wir haben zwar dann praktisch kein, also wir müssen es dann alles suchen. Aber wie gesagt, im Kreativmodus helfen wir uns halt eben, indem wir ein paar Sachen hier einfach bauen können. Und ich denke, das funktioniert ganz gut, denke ich. Ich denke schon. So. So, ich weiß auch nicht, wo man den Eingang dann hinbauen könnte. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt hier erstmal noch eine Ecke rein. So, ihr seht, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein Riesenhaus hingezimmert. Ja. So, und damit wir jetzt den Grundboden haben. Es wird halt ewig und es wird einiges. So, das können wir erstmal so machen. Das ändern wir sowieso alles noch ab. Und ja, wie lange werde ich heute machen? Nachher kommt noch ein Kumpel, das heißt, ich werde so, den Stream dann auch so ein bisschen beenden. Also ich sage mal eine Stunde und dann gucken wir mal. Wie gesagt, 19 Uhr kommt dann Kumpel, das heißt, bis dahin muss ich irgendwie annähernd fertig sein. Dann beende ich den Stream, vielleicht mache ich dann heute Abend nochmal einen Stream, aber das weiß ich dann halt eben noch nicht. Vielleicht mache ich dann morgen noch einen weiteren Stream von Minecraft. Und ja, ich werde es ein bisschen, wie gesagt, jetzt auch alles anders machen. Also nicht mehr so gewohnt, wie man es jetzt kennt, wirklich, wie gesagt, jeden Tag da ein Video ranzuzimmern. Sondern mein Plan ist es wirklich, dass wir halt einen Kamin können wir natürlich auch bauen. Ja, dass wir wirklich da halt irgendwas jeden Tag jetzt ein Video oder so, das ist mir zu Fülle, sag ich mal. Ich denke, es ist eine ganz gute Idee, wenn man einfach das so macht, das, was uns Spaß macht, zu machen. Wie gesagt, Resident Evil wird es irgendwann dann geben. Also für die, die auf jeden Fall fragen. Nur ich sag mal so, an sich, das Spiel ist ein schönes Spiel. Schön gemacht, schön gestaltet, alles drum und dran. Aber das Problem ist halt wirklich momentan, jeder streamt es, jeder macht es. Und das ist halt einfach wirklich, wo ich dann selber sage, es ist dann ausgenudelt, wenn man es dann versucht, wirklich als Let's Player noch das Spiel auch zu machen. Ja, man hat einfach gegen andere YouTuber nicht unbedingt die Chance, ein Video ranzuballern, wo andere schon wirklich gut sind, ja.
Und ich muss jetzt hier nicht ein Video machen, was die anderen machen. Das, was ich von vornherein eben nicht will. Das heißt, wir werden auch die Dinge machen, wie wir sie wollen. Das heißt, sobald The Walking Dead da ist, ja, werden wir die dritte Staffel machen, weil die interessiert mich auf jeden Fall. Vielleicht mache ich da auch einen Long-Livestream an einem Wochenende oder so. Das war da wirklich. Aber mal gucken, was bis dahin einfach ist. Und ja. Dann kommt ja wie gesagt noch Horizon Zero Dawn raus. Und es kommen schon noch ein paar Sachen raus, die halt einfach, die man spielen kann. Crash Bandicoot kommt noch raus. Banjo-Kazooie, das habe ich damals gerne gespielt, auch wenn ich nicht komplett gut war in dem Spiel. Ja, also. So, ihr seht, wir haben jetzt hier schon einiges gebaut. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt hier einfach die Mauer mal hin. Ja, dass man einfach erstmal ein Haus hat. Ihr seht, wir brauchen hier einiges an Stein. Und ich wollte eigentlich erst im normalen Modus spielen. Also im normalen Modus machen. Und die Steine alle zusammensuchen. Nur dann natürlich, das wird Ewigkeiten dauern. Wenn wir wirklich so ein großes Haus bauen wollen, dann ist die einzigste Möglichkeit, wirklich ins Kreativmodus zu gehen. Und da wirklich einfach im Kreativmodus ein bisschen was hinzuzaubern. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wie gesagt, es gibt YouTuber, die machen halt eben ihr Ding, die machen am PC und und. Und so. So, ihr seht, was ich meine, ja. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine Steintreppe, dass ihr das seht, was ich meine. So. Steinmauer, hier haben wir sie. Hier wollte ich einen Eingang machen. Aha. Naja, gut. Oh, dein Ernst? Ach so, na alles klar. So, also ihr seht, was ich meine, ja, dass man hier wirklich eine Art Eingang hat. Und dass man einfach wirklich, wie gesagt, da auch was Schönes hat. Und ich denke, dass wir das auf jeden Fall ganz gut hinkriegen mit dem Teil. Und ich denke, das ist auf jeden Fall gut geworden, dass wir das so machen können. Hier kann man runter, ach, hier kann man auch lang. Dass wir hier halt eine Tür bauen. Ja. Eine Tür, eine Tür, eine Tür. Ja, wie gesagt, ob ich heute Abend dann weitermache, weiß ich noch nicht, weil wie gesagt, ich wollte Abend auch wieder einen Film gucken. Ich mache halt in letzter Zeit da wirklich einen ruhigen. So, und da würde ich sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die Eisentüren. Und ihr seht, was ich auf jeden Fall meine. Ja, heute habe ich den ganzen Tag, eigentlich wollte ich schon längst was anfangen. Ich habe aber nebenbei den PlayStation 3 noch gemacht, denn ich bin da ja wirklich gerade dabei, die PlayStation 3 wieder in Gang zu setzen und die Spiele zu spielen. Das Einzige, was hier ein bisschen rumbackt, ist I Am Alive. Ich habe aber jetzt schon nachgelesen, wieso, weshalb, weswegen und warum. Und die Hersteller haben es leider nicht rausgefunden, warum denen ihr Spiel rumbackt. Und das ist echt ärgerlich, weil es war ein Spiel, was eigentlich echt umsonst war. Und deswegen finde ich das schon krass, wenn man dann einfach ein Spiel hat, wenn man da, ja, wenn es nicht funktioniert, sage ich mal. So. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal ein Haus. Wir werden sehen, wie weit wir jetzt kommen. Ihr seht, das ist auf jeden Fall groß. Wo habe ich denn das Bett?
So, jetzt ist es hell, jetzt können wir weiterbauen. Mein Plan ist es halt einfach wirklich, dass man hier wie eine Wand hat oder wie ein Flur. Boah, wie groß machen wir das? Wie weit habe ich das hintergezogen? Ach, bis hierhin. Und da werden wir auf jeden Fall die nächsten Tage, denke ich mal, damit so. Ich baue erstmal die Tür ein, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ja, dass wir jetzt hier einen Raum haben. So, ich denke, wenn es fertig wird, wird es ganz lustig. Und dann werden wir auch sehen. Ich will halt auch eine Treppe nach oben bauen. Ja. Das heißt, wir werden auf jeden Fall da was hinzaubern. Ich denke, das könnte ganz lustig werden, mein Haus. Ich glaube, das ist auch, seit ich Minecraft habe, das erste richtig gebaute Haus. Ja, also nicht wirklich so ein Haus, was so 0815 viereckig war, so wie es jetzt auf meinem Twitch praktisch Dings ist, sondern wirklich mein Haus. Wenn es halt ein bisschen anders ist, ja, aber es ist ein Haus. So, ja, ihr seht, man kann hier reingehen. Ich will halt mit einer Metalltür oder so. Mal gucken, dass man hier irgendwas hat. Das entscheide ich aber dann. So, da müssen wir nur gucken, dass wir das auch hinkriegen, dass wir hier wie so ein, ja, wie soll ich sagen, dass man noch hochkommen kann. So, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal noch was bauen. Es wird auf jeden Fall einiges noch abfertigen an Arbeitszeit und Arbeitsstunden. Ich denke, dass wir da auf jeden Fall noch eine Zeit lang brauchen werden. Und ja, wir werden sehen, wie weit wir da kommen. Und ich denke mal, bis nächstes Wochenende sind wir dann schon so weit, dass wir hier wirklich ein geiles Haus machen können und auch Spaß haben können, denke ich. Also ich denke, das wird auf jeden Fall ganz lustig. Wenn ihr seht, oh, das ist eng, aber gut. Dann könnte man hier, ach nee, warte mal, das ist scheiße, das ist echt mega verblext. Boah, wie machen wir die Treppe? Die Treppe muss ja irgendwie funktionieren, dass man hier irgendwie hochkommt. Naja, gut. Wir werden es gleich sehen. Wir bauen jetzt erstmal hier ein Haus hin. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das bauen. Ja, Fenster wird es nicht geben. Ja, wir werden jetzt hier kein Fenster hinbauen, weil das ist einfach, wie gesagt, wir wollen es ja ein bisschen so nach Resident Evil Style machen. Und wir gucken einfach mal, wie sich das wird. Wie gesagt, wir machen ein paar Kellergänge, wir machen noch ein zweites Haus. Und dann gucken wir einfach mal. Und wir lassen uns einfach mal ein bisschen was einfallen. Wenn ihr da irgendeine Idee habt, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare posten, beziehungsweise mir schreiben. Und ja, da werden wir sehen, was wir auf jeden Fall da Lustiges noch machen können. RIP. Ich will nicht wissen, wie viele Steine das jetzt schon sind. So, jetzt haben wir zumindest schon das erste. Es ist auf jeden Fall sehr düster. Aber wir wollen ja eine Lampe reinbauen, eine Fackel. Ja, wir werden hier auf jeden Fall eine Fackel hinbauen. Bei der Küche weiß ich noch nicht. Mal gucken, was ich da mache. Es geht jetzt einfach nur darum, dass wir jetzt erstmal überhaupt Licht haben. Alter, ist das dunkel, ey. Naja, gut. Wir kriegen es auf jeden Fall hin, denke ich. Da was Lustiges dran zu bauen. Vielleicht baue ich auch ein paar Fenster zu, aber das habe ich eigentlich ja gar nicht vor. Ich will ja wie so einen dunklen Trakt haben. Und ja. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Treppe. Eigentlich wäre vom Flur ganz gut, glaube ich, wenn man hier eine Treppe hinbaut. Naja, das war eine voll dumme Idee. So.
So. Aha, so, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Treppe ins nächste Geschoss. So, wie gesagt, Trophäen wollen wir nicht, tun wir uns auch nicht an. So, nebenbei, ich muss nur, wie gesagt, wir gucken nebenbei auch mal, dass der Ton auch funktioniert. Sehr gut. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin und ich denke, das kann auf jeden Fall lustig werden. Ja, dass wir da wirklich wie so Rätsel machen, ja. Mal gucken. Wie gesagt, dass wir hier ein Haus haben und auch eine Anbindung zum Haus praktisch. Und ich denke, das kann auf jeden Fall mega lustig werden. So, der Bauriss, wo ist denn der Bauriss, Alter? Hier ist der Bauriss, ja. So, wir hatten ja bis hierhin gemacht, ja. So, ihr seht, es wird baugleich, ja. Also wir werden ein bisschen Baugleichheit reinkriegen und wir werden auf jeden Fall hier eine Treppe auch nach oben machen noch. Vielen Dank. Entschuldigung, oh Mensch, vielen Dank. Auf jeden Fall nochmal eine Etage nach oben bauen. Wie gesagt, wir bauen hier auf jeden Fall 3 Etagen, würde ich sagen, machen wir das. Und dann machen wir noch ein kleines Haus. Mal gucken. Wie gesagt, das gucke ich mal. Ja. Wir wollen erstmal einen Grundriss haben, sage ich mal. Wir gucken, dass wir erstmal einen Grundriss haben. Ich will einen Keller bauen. Dass wir hier irgendwie unter dem Haus einen Keller noch bauen können. Und wie gesagt, eine Etage geht es noch nach oben. So. Ja, das heißt, man wird sich vielleicht ein bisschen verlaufen. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall ganz lustig werden. So, eine Etage wollen wir ja noch machen. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal noch randachteln. Den Grundriss. Na. Wird auf jeden Fall ein Riesenhaus und dann werden wir halt das irgendwie so ein bisschen machen, dass das ein bisschen verzwickt wird. Ja, dass man halt in die Küche muss, um was weiß ich da. Das, mal gucken. Lass mir da auf jeden Fall was einfallen, denke ich. Mal gucken. Vielleicht auch, dass die Häuser sich so ein bisschen verbinden. Ja, also vielleicht auch, dass die Häuser sich auch ein bisschen verbinden. Boah, das ist ein mega riesengroßer Trakt. Das wird auf jeden Fall echt lustig. Naja, gut. Wir kriegen das hin, denke ich. Wir kriegen das hin. Auf jeden Fall. So. So. So, das heißt, ab. Deshalb hier können wir den Trakt zumachen. Das heißt, wir werden den Trakt hier auch dicht machen. Ah, gut, das können wir lassen, das ist in Ordnung. Gut, das darf aber nicht stören, ich hoffe nicht. Okay, das wird schon mal stören hier. Das heißt, das können wir erstmal lassen.
So, da bauen wir hier erstmal weiter. So, die Uhrzeit muss ich nebenbei aber noch in der Kontrolle haben. So, wie gesagt, 19 Uhr ist finito. Alles spätestens, sagen wir mal eher 18:30 wird finito sein und ist auf jeden Fall noch eine Stunde. So, wir müssen dann eh gleich pennen. So, hier werden wir noch mal eine Tür bauen. So, wo haben wir das Bett? Da haben wir das Bett. Das wird auf jeden Fall bombengroßes Teil. Ja, mal gucken, wie lange wir jetzt den Stream auf jeden Fall machen. Ich werde noch einen Vlog machen, ja, Vlog machen. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute mache. Wie es denn jetzt ab Februar dann weitergeht mit dem Kanal. Und es gibt ja doch ein paar Ungereimtheiten für viele, komischerweise. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir werden noch ein Video machen und werden dann einfach, da irgendwas noch machen, dass ihr da eure Antworten kriegt. So. Der Grundriss für die Küche ist auch da. Wie gesagt, ich mache heute Abend noch einen ruhigen, nachher kommt noch ein Kumpel, weil er was holen will. Und dann reicht es ja auch. Weil ich weiß nicht, was mich morgen erwartet auf Arbeit, weil wir wollen Hecke schneiden. Und je nach wie das Wetter morgen wird. Ja, ihr habt wirklich recht gehört, wir wollen Hecke schneiden, wenn wir es dürfen. Weil wir haben eine Hecke, die muss weg. Die ist so sackgang, ehrlich. Und da hat der Chef schon jetzt oben gefragt, praktisch, sag ich mal, ja. Und gefragt, wie sieht's denn aus? Hey, können wir die Scheiße da wegmachen? Und wenn die sagen, okay, macht's weg. Dürfen wir es wegmachen? Wir hoffen's. Weil es ist wirklich, wir haben Hecke geschnitten. Ja? Die ist direkt an der Straße. Und es hat sogar letztes Jahr fast einen Kollegen erwischt. Nur weil da so einer der Meinung war, er muss da Gas geben wie so ein Kranker. War nicht unbedingt lustig. Es hätte wirklich negativ ausgehen können. Es muss nicht unbedingt sein und... Das ist halt eben das Problem, weil sie eben fahren wie die Doofen, man sieht da halt eben auch nichts. Das heißt, man sieht auch nicht, wenn da einer arbeitet. Das heißt, der Chef riskiert immer unser Menschenleben, auf Deutsch gesagt. Ja, es ist ja wirklich so, weil man sieht da wirklich nichts. Und so wie die Leute da um die Ecke kurven, ich merke es selber, wenn ich da die Hundetoilette mal machen muss. Ja, es ist schon hart. So, jetzt gehen wir mal runter. So, jetzt sind wir praktisch hier unten. Wir haben die Küche, wir haben das Wohnzimmer. Ich baue hier hinten auch noch irgendwas rein. So, dann haben wir hier praktisch. Dann haben wir hier noch einen Raum. Ja, ich will hier so vielleicht irgendwelche Rätsel machen oder so, die man da machen muss, machen kann. Die man finden muss, lösen muss oder wie auch immer. Da lasse ich mir noch was einfallen. Und ja, hier sind wir dann praktisch bei der letzten. Ich weiß gar nicht, ob das geht hier. Aber das geht tatsächlich. Guck mal. Wenn wir hier eine Tür bauen, geht das hier auch? Tatsache, aber es geht nicht hier. Ne? Hi. Ja, mal gucken. Also das... Ah, da hätte man noch irgendwas machen können. Okay, alles klar. So, ja. Den praktisch, den Dachboden... So, das ist jetzt praktisch der Dachboden, den wir hier haben. Und ja,
Ich denke, wir sind auf jeden Fall ziemlich gut hier bei unserem XXXXL-Haus. Wie gesagt, ich will noch ein zweites Haus bauen, das werden wir aber keine zwei Etagen bauen. Vielleicht sogar eine Etage und dann aber einen Keller. Ja? Also das war hier, was weiß ich. Man kommt dann nur durch den Kellereingang hin oder was weiß ich. Ich lasse mir da gleich was einfallen. So. Bauen erstmal den Grundriss. Und dann gucken wir mal, was hier sich noch entwickelt. Ja? Was wir hier noch bauen können. Es wird jetzt hier nicht viel, nicht, aber wahrscheinlich einige denken jetzt, oh was? Wird das jetzt ein Resident Evil Haus? Nein, es wird jetzt kein Resident Evil Haus. Es ist einfach nur, dass man da ein bisschen Schabernack treiben kann und da vielleicht ein paar Rätsel machen kann oder keine Ahnung. Ich lasse mir irgendwas einfallen, ich weiß selber nicht, was ich hier mache, okay? Das heißt, wir bauen hier irgendeinen Mist, den wir alle ganz lustig finden, denke ich. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall einiges ja, schon machen können. Also ich finde es ganz lustig, dass man das überhaupt machen kann. Und man könnte jetzt hier Ewigkeiten nach oben bauen. Nur das habe ich ja wieder nicht vor. Das soll praktisch der Dachboden sein. Ich werde trotzdem jeden gleich. Vielleicht mache ich das auch als sogenannten Safe Room oder sowas, was weiß ich. Mit Bett und sowas. Ja, dass man immer eine Etage hat. Aber wie gesagt, das entscheide ich dann aber erst, wenn es so wirklich weit ist. Und ja, wie gesagt, wir werden sehen, was uns da entwickelt. Und ein Feld. Das ist auf jeden Fall ein mega, mega großes Objekt. Also ihr seht da schon, wie mega krass das Objekt eigentlich überhaupt geworden ist. So, das könnte man eventuell noch ausbauen. Wie gesagt, wir lassen den Kreativmodus, das werde ich dann als Überlebensmodus aber dann machen. Ja. Das heißt, wir bauen das dann um, machen Überlebensmodus und dann könnte man da irgendwas machen, veranstalten oder. Also wie gesagt, das entscheiden wir dann alles mal, wenn es zu dem Zeitpunkt gekommen ist. Ah, jetzt wird es langsam hier doch dunkel. Also die Tage werden tatsächlich länger hell, muss ich sagen. Finde ich gut. Ich weiß gar nicht, wann die Uhrzeitumstellung ist. Können ja mal das schlaue Handy fragen. Sommerzeit eingestellt. Ja gut, will er mir nicht sagen. Aber die nächste Sommeruhrzeitumstellung ist am 26.03. Wann ist die nächste Zeitumstellung? Ja, zeigt er mir an. Aber er liest es mir nicht vor. Naja, gut. Egal. Ja, ein Handy kann viel. Ich habe mir gestern das Video, ich wusste ja, dass Gronkh die Echo kriegt. Und habe mir gestern das Video mal angeguckt. Mega lustig. Aber ich muss sagen, der Stream läuft eigentlich. Jetzt hakt er irgendwas ab. Ja, ich habe keine Ahnung, was er da jetzt gemacht hat. Vielleicht, weil ich gerade kurz gewartet habe. Ja, er geht weiter. Er geht auf jeden Fall weiter. Weil man muss aufpassen, was man macht. Jetzt kommt da schon wieder Werbung. Frage ist jetzt, ob man, wenn ich jetzt hier. Noch ich komme hoch, Tatsache. So, dass man hier, was weiß ich, eine Metalltür reinzimmert. Und man muss halt den Schalter finden, ja. Und muss halt gucken, dass man direkt die Schalter benutzen kann, die halt eben vorrätig sind. Naja gut, wir werden sehen, was wir uns da einfallen. Ah,
Ich habe schon mal sowas gemacht. War ganz lustig. Ja, da habe ich wirklich ein Haus gehabt auf der PS Vita. War den ganzen Tag unterwegs und habe ich aus Langeweile ein Haus gemacht, was ich dann auf der PS3 hochgeladen habe. Und habe mir dann praktisch selber redet. Ich wusste ja die Lösung im Endeffekt. Aber es hat mega Spaß gemacht, wirklich so eine Scheiße zu bauen, zu kreieren, um dann wirklich da Rätsel mit reinzubauen. Also wirklich, man kann mit Minecraft so viel eigentlich machen. Und deswegen denke ich, dass wir das jetzt ganz lustig hinkriegen könnten jetzt. So. So, was mir auch. Leck mich doch. Ist das groß. So. Mir gefällt aber das hier noch nicht. Dass man hier noch irgendwie eine Tür bauen könnte. Ich weiß gar nicht, ob man das noch nach hinten. Ach ja, hier ist ja jetzt dunkel, genau. Das wäre eigentlich eine gute Idee, das dunkel zu lassen. Wenn man es dann nämlich aufmacht. Gibt kein Licht. Man braucht Licht. So, jetzt wäre hier aber eine Tür mega geil. So, das ist jetzt von ganz unten, ne? Ach, das ist scheiße, warte mal. Das ist scheiße, RIP. So, das heißt, wir müssen RIP. Müsste eigentlich jetzt genau funktionieren, was ich vorhab. Mega, mega, mega geil. Und der kommt hier nicht hoch, weil es zu fett ist. So, da kann man es nämlich hier aufmachen. Kommt die Treppe hoch, dann kann man hier reingehen, dass man hier reinkommt. Und dass man halt hier eben verschiedene Türen öffnen kann. So. Also wisst ihr, wie ich es meine, dass man hier wirklich praktisch hier ist, ja, dass überall hier eine Tür ist, dass das aussieht wie ein Raum und dass man praktisch dadurch, dass man, wenn man hier reingeht, dass die Treppe nach oben geht. Das kann man aber nicht absperren, glaube ich. Ach, da ist der am Weg. Okay, alles klar. Aber versteht ihr, was ich meine, dass man hier irgendwie dann hier reinkommt. Kommt man da hoch, das ist doof. Okay, so, und dass man halt praktisch dadurch dann auch hier reinkommt. Und dann hier halt eben auch irgendwelche Sachen hat. So, und ich habe eine Idee, was wir machen können. Dass man nicht zu viel Licht hat. Dass man praktisch hier wirklich hochkommt. Hier durch. So. Wie gesagt, und das ist wie so ein Safe House oder sowas, ja. Dass wir hier Ton verstecken oder sowas. So, da kommt man nämlich hier runter. Wie gesagt, dass das hier so eine Art Safe House wird. Wo aber jeder reinkommt. So, das finde ich immer ganz lustig. Was ist das? So, ja, das heißt, ein Riesenhaus. Das
heißt, wenn man hier reinkommt, ich weiß nicht, ob man das machen kann oder so. Mit Hebel hier. Geh weg. Das ist jetzt die Frage, geht das jetzt hier? Tatsache, geh weg. Also wisst ihr, wie ich es meine, dass man hier Hebel aufmachen kann? Aber das ist halt... Du doofes Schwein, gehst jetzt mal langsam weg. Man drücken kann. Aber die gehen halt nicht wieder zu, das ist scheiße, das ist scheiße. Ja, die müsste man drücken. Da ist die Frage, wie gehen die jetzt wieder durch? Es gab die Knöpfe, ich weiß nicht, ob die Knöpfe soweit funktionieren, dass man das so drücken könnte. So, jetzt haben wir einen Schalter hier. Ja, den sieht man auf jeden Fall ganz gut, glaube ich. Oh, der funktioniert. Das heißt, man würde hier nicht mehr rauskommen. Ja, man müsste mit den Schaltern. So, die könnte man ja lassen. Ja, den kriegt man jetzt auch so auf. So, das heißt, wenn man hier fertig ist, RIP. Also ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. So ist die Frage, kommt man hier... Oh, das heißt, man würde hier gar nicht mehr reinkommen. Hier können wir eine Holztür machen, hier können wir eine Holztür machen, dass er ganz normal hier reinkommt. Nein. Ja, es gibt Licht. Hi. So, dass wir hier eine Metalltür machen. Das heißt, wenn er auf dem Dachboden ist, geht er durch die Holztüren, die sich aber allerdings auch nicht schließen. Ich weiß gar nicht, ob die dann immer wieder aufgehen. Ja gut, die kriegt man so auf. So, das heißt, man kommt hier nicht mehr zurück. So. Ich komme jetzt in dem Fall zurück, dass man hier Speicherpunkte macht. So, dass man jetzt hier noch einen Raum, hier noch vielleicht 3, 4 Räume macht. Hey. Was? Funktioniert das? Versteckt. Wow. Das ist ja mies hier. Das heißt, man würde wieder nach unten kommen. So, das heißt, man kommt nach oben und nach unten. Das ist schon mal positiv. Alle Schalter sind mir übelst dunkel, ist doof. Ist auf jeden Fall mega doof hier. Gibt es hier noch mehr Schalter? Was ist das, Holz oder was? Jo. Nee, Holz ist doof, das kann man mitnehmen, das ist scheiße. Das Falltür. Was war das jetzt, eine Steindruckplatte? Denn die Falltür?
Genau, hier, Dropping. Was hat er jetzt genommen? Der hat die wieder nicht genommen. Die Frage, schenkt man den mal? Ach ja, die neuen Boote. So, wo war denn jetzt der hessische Hebel? Genau hier. Achso, den Hebel haben wir schon. Hi! Hätte ich unten probieren müssen. So, warte mal, das können wir unten probieren. Gucken, ob das von unten funktioniert. Oder? Der Stein stirbt. Naja, gut, egal. Uah. So, mal gucken, ob das funktioniert. Mit dem Hebel. Ich will keinen Schalter, ich will einen Hebel haben. Das ist schön. Fluchtweg. Ah, sehr gut. Aber man kommt nicht runter. Oh, ist das mies. So, das heißt, man könnte hier in den Keller kommen. Den vielleicht zuerst bauen müssen. Naja, geil. Na gut, das können wir ja. Das wäre nicht das Problem, da Keller ran zu bauen. So, das heißt, wir bauen jetzt erstmal hier. Mensch. Ach, dann machen wir was anderes. RIP. Aber die Idee ist gar nicht schlecht, glaube ich. Da denkt nämlich keiner dran. So. Na. So, da muss ich ja nur bis dahin buddeln. Also Schwein, ich weiß, du willst vielleicht sterben oder so, aber ist echt als Futter. Ach, verdammt. Ja, wir müssen ja eh zwei Tiefen machen. So. Das heißt, wir werden den Keller noch ausschachten. So, wo wird denn das jetzt so? Ich mache dann Wasser hier drum. Ich denke, das könnte ganz lustig werden. Naja. Hi! So, das heißt, hier brauchen wir noch Erde auf jeden Fall.
So, das hier erstmal noch wegmachen. Ja. Was das Fragen war, das kommt an, wie alt du bist, weil ich weiß nicht, ob du schon Resident Evil 7 gesehen hast, das Spiel zumindest. Und ich habe so ein bisschen vor, so ein bisschen nicht direkt das Haus 1 zu 1 nachzubauen. Aber ich will halt so wie bei Resident Evil 7 mit den Fallen und mit den Drum und Dran das praktisch machen. Also jetzt wirklich halt eben mal was komplett Verrücktes, könnte man fast sagen. Also nicht so was typisch jeder macht, sondern wirklich eher Sachen, die man eher untypisch macht. Halt eher, also wie gesagt, was Verrücktes. So. Naja, man muss ja nicht immer das machen, was die anderen praktisch immer machen. Sondern man kann ja schließlich auch Sachen machen, die halt eben mal witziger sind, als immer nur irgendwelches Burgen oder sonst was bauen, sondern man baut eher einen Horror. Gut, und ja, Lukas. So, wo war mein Weg nach unten? Ach ja, hier. Ab ins Kellerverlies. Nein, das war zu weit. Ja. Oh, hier die Ecke. So. Oh, wie habe ich jetzt keine Fackel mehr? Achso, die Fackel habe ich mir eingesteckt. Grip. Soweit. Nein, nicht der Sturm. Wenn ich fragen darf, was ist ein Tyron satt? Auf jeden Fall nicht unbedingt gut. Ah, das war schon wieder zu weit. Oh Mann, das wird ein schöner Keller. Ach, hier ist das Eckding. Gebaut. Ach, hier ist die Ecke. Ist hier die Ecke? Oder auch nicht, ne, egal. Ja, gute Besserung auf jeden Fall. So, jetzt haben wir unsere Kurve hier aber nicht.
Ja, hier haben wir schon wieder zu weit gemacht. Oh mein, ist das ein schönes Vorhaben. So. Den Stein, das ist egal. So. So, da haben wir auf jeden Fall einen schönen großen Keller, wo wir auch noch Mist bauen können. Ups. Die nächsten Tage werde ich dann auf jeden Fall noch ein zweites Haus bauen. Sprich, als Durchgang machen. Wir werden praktisch von dem Keller hier Durchgang machen, so dass wir wirklich mit Durchgang, mit drin und dran da all möglichen Scheiß reinbauen können. Ich denke, das können wir uns lustig werden. Mensch. Ich weiß nicht, hast du das jetzt von außen? Wahrscheinlich noch nicht. Kannst du dir ja mal zeigen, wie zumindestens. Also beim zweiten Haus habe ich noch keine Ahnung, wie ich das Haus machen will. Ach, hier war die Dachluke. Wenn ich jetzt richtig nach Haus gehen würde. Oh Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ach, hier. Verlaufe ich mich schon selber. Nein, machen wir es jetzt so. Ich will halt. Ich hätte das ja auch nach dem Haus machen können. Das hier so ein bisschen. Aber ich lasse es halt eben noch offen, ob ich vielleicht noch eine vierte Etage mache. Weil so ungefähr ist praktisch bei Resident Evil auch schon so ein Haus. Und ich will halt eben, entweder mache ich noch eine Etage, ich mache halt alles ein bisschen verrückter. Ich will nicht dieses Standard, was alle machen, kleine Häuser bauen, ernten gehen, das machen, das machen, das machen. Sondern ich will mich so ein bisschen abheben von der ganzen Masse. Und deswegen will ich halt hier irgendwie dann unterirdisch, mache ich entweder hier noch ein Haus oder unter Wasser ein Haus oder wie auch immer. Und, ich sehe gerade, hier ist noch irgendwas. Dass ich halt irgendwo hier noch irgendwie ein kleines Haus hinbaue, was dann auch nicht ganz so brutal groß wird wie das Haus. Das soll eher das Haupthaus werden. Und dann will ich halt wirklich, dass man wie so, ja, wie man hier schon sieht, dass man praktisch zwar reinkommt, dann aber nicht mehr rauskommt und mit Hilfe von Objekten im Überlebensmodus dann überleben muss. Ja, das heißt, Tiere reinspawnen, ist wirklich einfach so ein bisschen verrücktes, so wie Resident Evil 7 machen, nur halt eben so ein bisschen eher auf Minecraft-Style, aber eher so ein bisschen auf verrücktes. Also wirklich das, was halt eben nicht jeder macht. Kannst du gerne tun. Also ich werde die nächsten Tage auf jeden Fall streamen. So, und jetzt geht er wieder runter. Und wenn du Anregungen hast oder irgendwelche blöden Ideen, die so blöd sind oder keine Ahnung, sag ich mal, die man witzigerweise damit reinbauen könnte, einfach, dass es halt einfach nur funmäßig wird.
Ich hatte das auf der PS Vita nämlich schon gemacht. Aus Langeweile einfach mal ein Haus gemacht mit übelsten praktisch Rätseln und allem drum und dran. Und habe dann wirklich andere Leute das spielen lassen. Und es war echt lustig mit anzusehen. Das ist halt wirklich, ja, jetzt nicht direkt Horror für normale, aber halt eher was anderes halt eben. Halt das, was es eher weniger als Streams gibt. Und lieber mal was Verrücktes machen, als hier die ganze Zeit immer die ganzen Standard-Sachen. Natürlich streame ich zwar auch noch normal, also weiß nicht, ich habe es glaube ich gar nicht stehen. Ich habe nämlich noch einen YouTube-Kanal. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Bock auf Spiele, irgendwelche Spiele habt, da bin ich auf jeden Fall auch zugange und da findet man auch das Video dann. Und da findet man auch ältere Videos. Auch meine andere Welt, wo ich wirklich auf normalen, ohne Kreativmodus überlebe. Von der Dachterrasse bis hin zu allem möglichen Mist. Aber ich denke, das hier wird auf jeden Fall sehr einzigartig. Oder wenig, zumindest nicht einzigartig, aber schon anders wie die anderen. So. Ich weiß nicht, ob man mich findet. Das Problem ist, weil ich habe dadurch, dass ich so wenig Abonnenten habe, ich kann aber mal den Link schicken, Skylanders Live, da findest du es auf jeden Fall. Weil das Problem ist halt einfach, das Problem ist halt einfach, dadurch, dass ich nur 23 Abonnenten habe und erst ab 100 Abonnenten kriegst du deinen Kanalnamen, wo man dann auch den Kanalnamen findet. So, jetzt muss ich gucken, dass man das genau so findet. So, da schicke ich einfach mal Kanalvideo. Das letzte, ich schick's einfach mal. Bitteschön. Ja, ich muss das erst hier mit Twitch alles, weil ich habe bei YouTube eigentlich sozusagen aufgehört. Weil YouTube ist einfach nur noch der letzte Dreck geworden. Und deswegen bin ich jetzt hier eher auf Twitch. So. Groß machen wir den Raum. Und ich folge auch Spielewünsche. Das heißt, bei YouTube ab 15 Abos oder was? Ich kann ja auch mal folgen. Ich kann dich gerne abonnieren, wenn du das möchtest. Und bei Spielewünschen einfach mal reinschreiben, erfülle ich gerne. So, mal gucken, müsste man vielleicht finden. So, oh verdammt, habe ich mich eingekesselt. So. Das müsste aber zugehen, das wäre viel lustiger. Du hast dein Dings versteckt, dann musst du mal. Also das meiste, ich habe zwei Videos bis jetzt geschafft.
Die haben, das eine Video hat 1100 Aufrufe, komischerweise. Der Rest hat meistens alles so 10 bis 100 Aufrufe. Ich habe wirklich mal wenig 100 Aufrufe. Das Problem ist halt einfach bei YouTube, die sind alle zu anspruchsvoll. Die wollen alle Top-Videos haben, Top das haben, Top das haben. Und ich bin halt einer so, ich schwimme eher so gegen den ganzen Strom. Weil ich halt eben nur Livestreams mache und, weil ich halt eher aktiv mit der Community arbeiten will, als mich irgendwie. So, mal gucken, was ich da finde. Und durch die zwei Videos habe ich halt ziemlich, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt was verdient, aber schon doch was erreicht. So, jetzt habe ich dich gefunden. So. Ja, das ist halt, die gucken, das Problem ist, weil die Großen, die machen ihr Ding, die machen mit 20, 30 Minuten, die schneiden das teilweise alle. Und ich habe ja schon ein paar gehabt, die sich wirklich, was weiß ich, wenn man mitten in einem Hauptspiel war und da wirklich mega krasses passiert ist, die meisten schneiden das ja. Und im nächsten geht es dann zwar dann auch weiter, aber die schneiden dann, was weiß ich, wenn jetzt die Mission 1, 45 Minuten geht, dann schneiden die diese Mission auf 30 Minuten runter. Molle! Und das ist das, was ziemlich ärgerlich ist, dass sie das entweder kürzen und das halt mehrere Teile. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, eine Mission habe, dann führe ich die auch komplett aus. Also dann, das ist halt eher so mein Ziel, was ich hatte. Dass man halt wirklich, wenn man ein Spiel anfängt und da die eine Mission halt eben eine Stunde geht, oder wie bei The Walking Dead, bei der ersten Staffel, die erste Folge, die geht 2,5 Stunden, dann streamt man auch die 2,5 Stunden. Aber die meisten sind dann, was, fix puffen, dann gehen wir fix puffen. Und das ist halt das, was so ärgerlich ist, dass sie da alle extrem rumheulen und alles. Das ist in letzter Zeit, ich bin ja jetzt seit 1,5 Jahren bei YouTube und seit einem Jahr wirklich wieder aktiv. Und das ist nur ein Gemecker und Gejammere und das und jenes und oh, das ist Wahnsinn. Also so viel Rumgeheule, das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. So, ja, dann machen wir hier einen Raum. Es ist halt schwierig, wirklich da irgendwas zu erreichen. Deswegen habe ich gesagt, gut, dann machen wir das von einfach nur, weil ich will Fun machen. Man muss ja irgendwo nebenbei YouTube, wer weiß, wie lange es das noch geben wird. Und da ist es halt eben wichtig, dass man nebenbei, ich gehe ja nebenbei auch arbeiten. Und das ist, was viele nicht verstehen, warum ich dann einen Tag mal ein Video mache. Das Schlimme halt einfach nur daran ist, dass viele einfach nur, die wollen natürlich, man will kurze Videos sehen, vor dem Abend, wahrscheinlich vom Schlafen gehen oder wie auch immer. Aber was die meisten halt eben nicht sehen, dass man einfach mal, so wie es früher war, YouTube halt eben eine Plattform, um Spaß zu haben, miteinander zu spielen, miteinander wirklich was aufzubauen und damit halt wirklich, dass man auch gemeinsam den Spaß haben kann. Und das ist das, was ganz, ganz früher zumindestens eigentlich das halt eben war, dass man zusammen Spiel spielt, dass man zusammen den Spaß hat, zusammen den Kick hat und sich halt eben wie bei Resident Evil zusammen gruseln kann. Aber das ist halt das, was mittlerweile alles arschtraurig geworden ist. Halt, hier gibt es keine Falltür. Es hat halt immer alles nachgelassen. Mittlerweile ist das halt alles nur noch, ja, Geldmacherei, mehr ist das nicht. Ich meine, man kann mit YouTube gut Geld verdienen. Ein Kumpel, der hat gutes Geld bei YouTube verdient. Aber das ist halt einfach, man muss dafür halt viel leisten. Und das ist das, wo ich sage, nö, will ich gar nicht. Ich habe meine Freizeit, ich habe meine Familie, ich habe meine Freunde. Und ich gebe mein Leben nicht unbedingt für YouTube hin. Das heißt, wenn ich mal einen Stream mache, mache ich einen Stream. Wenn ich mal keinen mache und keine Lust habe, dann mache ich halt eben keinen. Und das ist dann, wo ich mittlerweile auch schon Sachen, Briefe gekriegt habe bei YouTube. Ja, dann deabonniere ich dich jetzt, hast du Pech gehabt. Ich so, jo, alles klar, haust du rein. Es ist mittlerweile einfach nur noch traurig, was mittlerweile auch aus der Gesellschaft geworden ist. So, oh Gott, das ist ja Verlauf, ey. Genau, hier war der Anfang. Oh, jetzt muss ich erstmal das Kennzeichen. Jetzt finde ich das ja nicht mehr wieder. So, hier irgendwas hinbauen. Ziehen wir einfach hier mal eine Wand. Das könnte lustig werden.
sagt die Uhrzeit um. So, dann machen wir hier eine Tür. Deswegen, man sollte YouTube eher als Spaßplattform sehen, als irgendwie da erfolgreich zu werden. Achso, ja. So, da müsste man eine Metalltür machen, das wäre natürlich mega nice. Gut abgemessen. Sehr gut abgemessen. 1, 2 oder 3. Hehe. So. Dass man so durchhuscht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, oder? Ja, Fabio, jetzt bist du wieder am Weg. Halt. Dann geh mal putzen. Ich krieg nachher noch Besuch. Gummel nämlich noch was abholen will. Stufe 13 bei Killing Floor und Endgegnerwelle 10 besiegt. Sehr gut. Jo, haust rein, Lena. Man hört sich, man sieht sich. Stufe 13. So, da kommen wir aber nicht mehr zurück. So, die Treppe, das tun wir erstmal dahin. Da wäre so ein kleiner Lavasee, glaube ich, richtig mies. Um da. Jo, Diddy will einen Film haben, der holt sich den gleich ab. So, das ist mies, das ist richtig mies. Funktioniert das, wenn ich jetzt hier? Ich glaube nicht. Nein, es funktioniert nicht. Oh, das ist mies. Kann man alle drücken? Ah, verdammt, das ist drückbar, das ist scheiße. Boah, ist das mies. Die Tür offen, die ist nicht offen. So. So, das ist Tür Nummer A. Hier noch die. So, das heißt, die funktioniert schon mal. 1, 2 oder 3. Das ist echt mies hier. Wahnsinn. Was? Warum Schalter? Naja, warte, ich zeig dir das gleich. Weil. Oh Gott, jetzt verlaufe ich mich hier noch in meinem eigenen Haus. Verdammt. Genau hier rein. Und zwar habe ich vor. Ach du Scheiße, ich verlaufe mich hier noch, ey. Geht ja gar nicht. Und zwar hier, deswegen. Und zwar, dass du einen Schalter betätigst, der dann allerdings wieder zugeht. Um das jetzt dir auch noch zu zeigen, wenn du gerade da bist. Ich habe vor, eine Art Haus zu bauen, wo man reinkommt. Ja, sprich, man kann einen Knopf drücken. Man kommt dann allerdings hier rein. Ja, man hat hier irgendwie einen Safe Room, mal gucken, oder wie auch immer ich das mache. Und dann hat man hier eine Treppe, wo man zwar reinkommt, aber nicht wieder rauskommt. So, und da kommt man in die zweite OG, ja, beziehungsweise ins dritte OG, kommt allerdings nicht mehr zurück, ja, der Knopf wird also noch entfernt und dann kann man hier oben noch irgendwas erledigen, aber das ist alles noch in der, scheiße, in der Planung. Ey,
Ich will die nächsten Tage jetzt da ein bisschen dran arbeiten an dem Haus. Und der Schalter kommt auch noch weg. Der auch. Dass man praktisch, deswegen will ich noch ein zweites Haus bauen. Ja, deswegen kommt der Schalter dahin, dass man hier praktisch reinkommt, aber halt eben nicht mehr hochkommt. Und ich will eigentlich, dass der Schalter eher wieder zugeht. Aber dann muss ich erst gucken, wie das funktioniert. So, und dass man hier im Keller, ja, 1, 2 oder 3, dass man hier praktisch Räume hat. Das muss ich aber alles noch ausfuchsen. Ja, dass man hier irgendwas geschenkt bekommt. Ja, doch, das können wir eigentlich so lassen. RIP. Ja, dass man hier irgendwas geschenkt bekommt. Hinter dieser Tür. Druckplatte? Für was ist eine Druckplatte? Das habe ich schon gesehen, irgendeine Druckplatte, aber. So, und dann hier irgendwas, na, mal gucken. Irgendeine Falle oder ein Gang, wo man aber auch nicht mehr rauskommt. Zum Haus. Ich weiß gar nicht, wo ich da hier bin. Ach, alles klar, das geht Richtung Dorf. Deswegen. Das geht ja Richtung Dorf. Alles klar, dann wird hier für die Falltür. So, das muss vergraben werden. Aber für, ach so, das, ach so. Sprich, man nimmt die Druckplatte. Wo ist denn die Druckplatte? Stein. So, wir können ja von da wieder rein. Oh, das wird mein Wasser graben. Oh, das wird ja noch lustiger. Für die Falltür. So, das habe ich ja gerade gelesen. Oh, Alter, wie groß habe ich das Scheißding denn gebaut, ey? Nicht schlecht. Oh. So. Geil! Boah, ist das mies. Das ist ja mies. Funktioniert das auch mit den Türen? Nee. Boah, da kommen mir ja voll geile Ideen, Alter. Oh, ist das mies. Alter, ist das mies. Geile Scheiße. So. Gut, machen wir mal unseren Gang erstmal noch ein Stück. Ich hätte das runterbauen müssen. Naja, gut, egal. RIP. So, eigentlich wollte ich Erde drauf haben. Das wäre natürlich mega nice gewesen. Aber das kann man ja alles noch bauen. Natürlich, wenn wir jetzt hier, ja, man kommt rein. So, da bauen wir den Gang hier. So, da probieren wir noch kurz was. Und dann beenden wir. Ach, was war denn das jetzt? Das will ich doch gar nicht haben. Na, das ist doch. Das klingt, das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch gut aus, ja. Wenn wir hier noch ganz viel wieder Dings hin machen, da fällt das ja gar nicht auf. So, da fällt das doch gar nicht auf hier. So, da fällt unser Geheimgang gar nicht auf. Ich hab doch gesagt, es gibt Hühnersuppe, Junge.
So, das heißt hier Geheimgang. Das sieht doch gut aus für den Anfang. Das heißt, hier lasse ich mir noch irgendwas einfallen, hier lasse ich mir noch irgendwas einfallen. Mal gucken. Hier lasse ich mir noch was einfallen. Ach ja, da kommt noch. Tja, gut, wir gehen außen lang. RIP. Solange die Tür noch offen ist. Du oder was? Oder ich? Ich habe nur drei. Sehr gut. So, dann gehen wir noch zu unserem Bettchen, wenn es dunkel wird. Ich habe fünf, hier steht drei. What? Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. So, da pennen wir. Ich kann nur nachts schlafen. Ja, toll. So. Komm, schlaf. So, und wir lassen das jetzt. Wir nehmen noch eine Kiste hier. Wir haben ja jetzt damit gespeichert. Ich weiß nicht, ob das Zeug dann da bleibt. Wir tun es jetzt einfach mal. Oh. Naja, warum nicht, ne? Ich tue das jetzt hier einfach erstmal rein. Wir beenden jetzt erstmal den Livestream. Und vielleicht mache ich heute Abend nochmal einen kleinen Livestream, dass wir noch ein bisschen weiterbauen. Das war jetzt erstmal die neue Welt Part 1, Part 001 oder wie auch immer ich das nennen werde. Vielen Dank trotzdem erstmal fürs Einschalten. Wir sehen uns und ja, vielen Dank. Bis morgen spätestens. Wie gesagt, vielleicht auch heute Abend nochmal. Also bis dahin. Vielen Dank.